Wahrscheinlich die verrücktesten 48 Stunden, die der Kryptomarkt jemals gesehen hat. Milliarden an Liquidationen, Bitcoin fällt auf ein neues 2-Jahre-Tief von 15.500 US-Dollar, FTT geht Richtung Null, Solana komplett am Bluten und ja, was soll ich euch sagen, dem Kryptomarkt geht es aktuell gar nicht gut. Willkommen zurück bei Think It Crypto, mein Name ist Sami und heute gibt es einfach nochmal ein kurzes Update zur ganzen Binance vs. FTX Geschichte und wie es jetzt dazu kam, dass Bitcoin nochmal so viel tiefer gefallen ist. Was sollte man wissen, wie sieht es jetzt für die ganzen FTX-Nutzer aus, was ist das wahrscheinlich? Nächste Outcome und so weiter. Dann habe ich euch heute auch nochmal zur Abwechslung 3 normale Altcoin-News zu XRP, IOTA und dann noch zu Matic und Polygon mitgebracht. Wie immer mit dem allerersten Link in der Beschreibung. Meldet euch aber gerne auch noch bei der EU-regulierten Kryptobörse Bitwavo an. Bitwavo ist keine Offshore-Exchange, die irgendwo ihr Büro auf den Cayman Islands hat, nur um Steuern zu sparen. Bitwavo sitzt in den Niederlanden, ist bei der niederländischen Zentralbank registriert und somit einer der sichersten Börsen in der ganzen EU. Zudem hat es super viele Coins, niedrige Gebühren, ein super einfaches Design und viele weitere Vorteile. Also schaut euch das Ganze gerne mal an. Mit meinem Link gibt es dann auch noch einen netten 10 Euro Startbonus. Und dann wünsche ich euch jetzt aber viel Spaß beim heutigen Update. Erstmal ganz kurz auf dem Chart und wie gesagt, das neue lokale Tief für Bitcoin jetzt bei ca. 15.500 US-Dollar. Lange haben wir uns bei diesem Niveau aber nicht befunden, weshalb wir im Prinzip genau diese grüne Box hier bei etwa 16.500 Dollar angetestet haben. Seit Monaten hatte ich diese Zone ja schon eingezeichnet und das war halt einfach der wichtigste Support unterhalb der 19.000 US-Dollar Marke. Trotzdem, weil es natürlich immer noch tiefer gehen kann, habe ich jetzt auch neu die nächste Unterstützung darunter bei ca. 13.800 Dollar eingezeichnet. Ein Niveau, was 2019 das Top war und später dann 2020 auch als starker Widerstand agierte. Ob es tatsächlich nochmal so weit kommen kann, ist natürlich schwer zu sagen, aber wir schauen uns später auf jeden Fall nochmal an, wie diese ganze Sache sich in Zukunft noch entwickeln könnte. Was ich auch noch sehr verrückt fand, war, dass der Bitcoin Trust von Grayscale zwischenzeitlich bei einem Rekordabschlag von 36,7% tradete. Das heißt, beim tiefsten Punkt hätte man über diesen Trust BTC für ungefähr 9.800 Dollar kaufen können. Naja, ich will euch nicht länger warten lassen. Der Hauptgrund, wieso jetzt nochmal alles so stark eingebrochen ist, ist dieser Tweet hier von CZ bzw. eigentlich vom offiziellen Binance-Account. Zitat, als Ergebnis unserer Due Diligence-Prüfung durch das Unternehmen sowie der neuesten Nachrichtenberichte über missbräuchlich behandelte Kundengelder und angebliche Ermittlungen der US-Behörde haben wir entschieden, dass wir die potenzielle Übernahme von FTX.com nicht weiter verfolgen werden. Und da haben wir es genau, wie ich es gestern gesagt hatte, für Binance macht es einfach geschäftlich gesehen überhaupt keinen Sinn, FTX zu übernehmen und damit steht FTX jetzt mit leeren Händen da, denn wenn nicht einmal der reichste Mensch im Space und die größte Börse weltweit bereit ist, FTX zu helfen, wer dann? Außerdem haben andere potenzielle Fremdkapitalgeber ja genau das gleiche Problem, denn wer will ein Unternehmen unterstützen, bei dem so viele Spekulationen rumgehen, dass sie mit den Kundengeldern ihrer Nutzer schlecht umgegangen sind? Und wie Binance auch schrieb, angebliche Ermittlungen der US-Behörden. Denn laut Berichten von Bloomberg untersucht die SEC, die CFTC und DOGE, also das Department of Justice, sehr intensiv, was bei FTX die letzten Jahre und Monate abging. Und die ganze Liquiditätskrise von FTX ist zwar ein Wake-up-Call für andere Börsen, viel sauberer, transparenter und risikoärmer zu arbeiten, aber es gibt den ganzen Regulierungsbehörden der Welt jetzt auch einen weiteren Grund, einfach noch strenger und härter gegen Krypto vorzugehen. Dann, was auch noch sehr viele besorgt hatte, war, dass Sam Bankman-Fried einen Tweet gelöscht hatte, in dem er am 7. November versicherte, dass FTX und die Vermögenswerte der Kunden auf der Plattform sicher seien. Außerdem hat CZ, der Binance-CEO, auch wenn wir uns gestern angeschaut haben, dass es sehr nahe liegt, dass zumindest Teile von seinen Aktionen sehr spezifisch geplant waren, um FTX zu schaden, bzw. damit Binance davon profitiert, CZ jetzt eine interne Notiz an die Binance-Mitarbeiter enthüllt, in der er ausdrücklich sagte, dass die FTX-Übernahmevereinbarung nicht geplant war und dass nichts von all dem Teil eines Masterplans war. Und da kann jeder wirklich für sich selbst entscheiden, ob er CZ glauben möchte oder eben nicht. Des Weiteren, bevor wir uns anschauen, wie es denn jetzt überhaupt mit den ganzen FTX-Nutzern aussieht, und ich hatte es vor ein paar Tagen auch schon kurz angesprochen, aber neben FTT ist Solana in diesem ganzen Drama auf jeden Fall einer der größten Verlierer. Der Kurs bricht in einem Tag um weitere 40% ein. Viele Solana-Projekte, darunter auch Solend, stehen kurz vor dem Aus. Und der Grund, Sam Bankman-Fried war einer der größten Befürworter von Solana, weshalb FTX auch extrem viele Sol-Token in ihrer Bilanz hatten, die sie jetzt verkauft haben oder noch verkaufen werden, damit FTX eben an Geld kommt. Und die Auswirkungen des Solana-Crashes sind auch nicht gerade klein. An Solana hängt extrem viel. Zum Beispiel ja auch das ganze Helium-Netzwerk, das jetzt ebenfalls stark zu kämpfen hat. Wer
auch stark kämpfen musste, waren die meisten Stablecoins, wo auch die zwei größten USDT und USDC ihre Dollarbindung verloren haben. Zwar nicht ganz so stark wie beispielsweise bei USDD von Tron, aber trotzdem kein so gutes Zeichen. Und während es sehr, sehr große Verlierer der FTX-Krise gab, wie zum Beispiel Galaxy Digital mit Forderungen in Höhe von 77 Millionen Dollar oder Sequoia Capital mit 214 Millionen Dollar, haben auch einige direkt klargemacht, dass sie nichts mit FTX zu tun haben, wie eben zum Beispiel Tether und Circle hinter USDT und USDC, aber auch zum Beispiel Coinbase oder Nexo, die wahrscheinlich mit am meisten Glück hatten, da sie kurz vor dem gesamten Fiasko ihre gesamten 219 Millionen Dollar von FTX abgezogen bekommen haben. Neben Coinbase haben aber auch Kraken, Binance, Crypto.com und viele weitere Börsen sogenannte Proof of Reserves gemacht, um zu versichern, dass bei ihnen zumindest alle Kunden Assets sicher sind. OKX, KuCoin, Poloniex und Huobi gehören übrigens auch dazu, beziehungsweise haben angekündigt, dass sie auch Proof of Reserves machen werden. Jetzt aber wahrscheinlich für viele die wichtigste Frage: Was passiert mit all den FTX-Nutzern? Was passiert, wenn ich noch Geld auf FTX habe oder auch Assets und diese nicht abziehen kann? Und nach all dem, was wir uns angeschaut haben, vor allem nachdem Binance jetzt auch einen Rückzieher gemacht hat und Sam Bankman-Fried hat das laut Bloomberg selbst heute auch gesagt, ist ein Insolvenzverfahren seitens FTX wahrscheinlich auch leider ohne jegliche externe Finanzspritzen der wahrscheinlichste Fall. Und keiner weiß, wie viel man als Kunde von seinen Assets wieder zurückbekommt, aber 1:1 wird es wahrscheinlich nicht sein und solch ein Prozess geht auch im Normalfall über mehrere Jahre. Die Mt. Gox-Opfer haben ihr Geld nach über einem Jahrzehnt zum Beispiel auch noch nicht wieder gesehen. Ich möchte aber auch nicht zu schnell schlussfolgern oder jemandem falsche Ängste machen, denn die Kommunikation seitens FTX ist einfach extrem schlecht aktuell, weshalb es hier noch keine offiziellen Ankündigungen gibt. Und übrigens, was ich noch gar nicht gesagt habe, Sam Bankman-Fried hat jetzt persönlich auch schon Insolvenz angemeldet mit privaten Schulden in Höhe von 650 Millionen US-Dollar. Naja, abschließend kann man auf jeden Fall sagen, mal wieder ein massiver Vertrauensbruch für den Kryptomarkt, wo leider eben auch, sagen wir mal, viele normallos Geld verloren haben. Regulatorisch wird sich wahrscheinlich dadurch einiges ändern und wo ich mir aber eigentlich am meisten Sorgen mache, ist bei den BTC-Minern, die jetzt wegen des noch niedrigeren Bitcoin-Kurses es noch viel, viel schwerer haben, sich selbst über Wasser zu halten, wo ja schon viele selbst bei 20.000 Dollar kurz vor der Insolvenz standen. Um aber für heute zumindest noch 30 Sekunden oder so von normalen News zu haben, Ripple geht eine neue Partnerschaft mit Proper Home ein, um den portugiesischen Immobilienmarkt mit ihrer Technologie zu revolutionieren. Es gibt einen weiteren Amicus-Brief zur Unterstützung von Ripple im Streit gegen die SEC, diesmal von Reaper Financial LLC. Der SMR-Token von IOTA wird jetzt in Form von Handels- und Depotdiensten von der deutschen Börse AG unterstützt, was die Akzeptanz von Shimmer sowohl bei privaten als auch bei institutionellen Anlegern erhöhen sollte. Und FipSwap von Polygon wird jetzt nach einer neuen Partnerschaft den Chainlink Automation-Dienst einsetzen, um sein Verteilungssystem für Staking und Yield-Farming-Pools sicher und kosteneffizient zu automatisieren. So Freunde, ich hoffe, morgen gibt es noch viel, viel mehr normale News. Lasst dem Video gerne noch ein Like da, falls es euch gefallen hat und abonniert diesen Kanal.